You know, if you put your mind to doing whatever you want to do, you know, good things can happen. Sports is a tool that teaches, you know, and it teaches you bad things. It can also teach you good things. It's how you perceive those things. I've looked at every experience that I've had. It's how, the way I look at it within myself, why not? Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? Was geht ab, liebe NBA 2K19-Fans? Damit ist das Geheimnis gelüftet, welche Franchise wir in MyGM ab der kommenden Woche in NBA 2K19 zocken werden. Es sind die Chicago Bulls mit einer Geschichte, die kaum größer sein könnte, rund um Michael Jordan. Jetzt haben sie aber sehr, sehr harte Jahre hinter sich und auch der aktuelle Stand lässt kaum davon träumen, dass sie es in die Playoffs schaffen. Das heißt, wir haben eine richtig, richtig harte Aufgabe vor der Brust und da habe ich einfach mega Bock drauf. Kamen natürlich wieder zahlreiche Vorschläge von euch, aber auch viele Franchise, bei denen man gar nicht so viel ändern müsste. Zum Beispiel die Lakers, Boston, Philly. Das sind alles so gute, talentierte Teams, die es höchstwahrscheinlich sicher in die Playoffs schaffen werden. Davon abgesehen, die Lakers hatten wir schon, Dallas hatten wir schon und die Chicago Bulls wurden so oft angefragt in den letzten 2 Jahren, dass ich jetzt diesem Wunsch nachgehen möchte. Und ich habe auch selber ehrlich gesagt mega Bock auf dieses Team, denn da kann man so viel ändern. Da muss man so viel ändern, um es überhaupt in die Playoffs zu schaffen. Und wenn man den Ring holen will, dann muss man eigentlich dieses komplette Team umstrukturieren, weiterentwickeln. Und das wird unsere Aufgabe sein. Es wird die größte MyGM-Reihe, die es jemals hier auf dem Kanal gab. Wir werden nächste Woche im Wochenende komplett fett reinstarten. Es wird das erste Mal MyGM nur mit Facecam geben. Ansonsten habe ich das Ganze hier einmal ohne Facecam gemacht, ab sofort immer mit Facecam. Es wird fette Gewinnspiele geben, egal ob von Toppers, DAZN, 2K etc. etc. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer reinzugucken. Und ansonsten, naja, was soll ich sonst sagen? Es ist einfach mittlerweile, glaube ich, unser Lieblingsmodus und deswegen freue ich mich da mega drauf. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Trailer ein klein wenig hypen. Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ich persönlich, da steckt schon auch Herzblut dahinter, muss ich sagen. Denn die Bulls so zu sehen aktuell, man hat das gesehen, die Zeiten rund um Michael Jordan, Scottie Pippen und dann natürlich eigentlich auch die Zeit rund um Derrick Rose, als man gedacht hat, Mann, das ist der nächste Franchise-Spieler, jetzt geht's wieder nach oben, dann seine schlimmen Verletzungen. Mal gucken, vielleicht wird es auch ein Comeback von Derrick Rose bei uns geben. Lasst euch einfach überraschen, schaut ab nächster Woche gerne rein. Ich bin jetzt erstmal raus und sage vielen Dank fürs Reingucken. Bis zur nächsten Woche und zu NBA 2K19. Ciao!